Wie trifft denn der, Digga? Yo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder eine richtig, richtig knackige Runde. Und zwar gibt es auf jeden Fall ein paar richtig, richtig heftige Shots. Ich habe zwei kranke, wirklich kranke Shots gelandet. Und das Ende ist ein bisschen komisch, aber gönnt euch auf jeden Fall diesen Hasen. Ich hatte und vorhin eine Runde aufgenommen. Ganz knackig eigentlich. Hatte auch, ich glaube, irgendwie 5 Kills zum Anfang direkt, war Tilted Towers. Ich persönlich gehe in Tilted Towers nicht wirklich gerne, weil ich weiß nicht, irgendwie mag ich das da nicht so wirklich. Es ist alles so wild und so. Und du musst, um wirklich gute Kills zu kriegen, musst du wirklich nach Tilted gehen. Das ist irgendwie die Scheiße. Deswegen, ich gehe einfach ganz sneaky Pleasure Park. Werden wahrscheinlich nicht so viele hingehen, leider. Dafür wird vielleicht das Endgame ein bisschen krasser. Mal schauen. Ich habe vorhin auch Solo vs. Duo gespielt. Habe auch komplett rasiert. Das Problem ist, die geilsten Runden nimmt man halt einfach nicht auf. Deswegen ist es immer so ein bisschen scheiße. Aber auf jeden Fall, erstmal blaues AR gezogen, läuft auf jeden Fall. Erstmal wieder, ich hab vorhin ein bisschen PS4 gespielt, bin kompletter PS4-Noob. Und jetzt muss man sich erstmal wieder ein bisschen wieder an PC gewöhnen. Aber geht auch schon komplett fit eigentlich. Habe jetzt noch zwei Slurpees, aber ich warte irgendwie noch ein bisschen darauf, dass ich kleine Schildtränke kriege, weil dann habe ich wieder 200 Leben, meinte ich. Aber gerade sieht es irgendwie ein bisschen scheiße mit Mini-Schildis aus. Aber vielleicht, ich bin mir relativ zuversichtlich, dass wir bestimmt noch welche finden. Ja, taktische Schrotflinte wäre jetzt auch schon ganz geil. Ich suche erstmal bei der. Anders mit Kit. Ja, Digga, hier ist es doch. Hier haben wir doch schon mal was Nices. Jetzt erstmal ein bisschen abwarten und dann können sie auf jeden Fall auch nochmal den nächsten Slurper hier geben. Und können uns doch auf jeden Fall das Medkit noch sneaken. So, ich glaube nicht, dass hier oben eine Kiste war. Trotzdem schauen wir einfach mal rein. Ne, keine Kiste. Munitionsbox. Erstmal die Suchung. 75 Leben. Da können wir auf jeden Fall uns nochmal den nächsten hier geben. Zop. Und Medkit gesneakt. 10 Sekunden noch. Können wir auf jeden Fall ganz in Ruhe losgehen. Das Haus hier vorne, ne? Ich hasse das Haus so heftig. Das gefühlt fast gar kein Loot drin, ne? Aber natürlich wird sich das andere Haus hier gesneakt, das fette Haus. Das Haus ist richtig heftig. Also ich finde so loot-technisch her, da können bis zu 3 Kisten drin sein. Und das ist schon mal richtig Heaviness. Noch ein Big Shieldy. Dann nehme ich mal direkt die beiden Big Shieldies hier mit. So. Dann, was kann ich hier noch geben? So. Ich glaube, hier sind wieder 3 Kisten im Haus drin. Alter, ich muss Zone unbedingt. Ich mache jetzt nur noch die Kiste hier auf. Nice. Da muss ich auch direkt Zone gehen. Sieht das gar nicht geil aus. Ich will nämlich kein Zone-Damage kriegen. Also ich mache lieber einen auf Safe und dann geht das schon. So knapp an seiner Drecksfresse vorbei, ne? Ah, der Gute war da in dem Baum. Sonst sähe das mal ganz anders aus. Ja.
Nein. Alter, ey. Er ist schon wieder einer, der gönnt sich richtig hart. Ah, Digga. Geh doch weg, ey. Ah, wie der so knapp an seinem Drecks. Alter. Wie trifft denn der, Digga? Meine Fresse, Digga. Anders, Digga. Ach. Ah, Digga. Ich sneak mich lieber in die Zone. Die ist ja mal am Arsch, der Ella. Die können sich ja gerne befighten. Ich habe einen richtig, richtig heftigen Shot gemacht. Das reicht mir erstmal. Digga, die Zone ist heftig weit weg. Aber anders. Ich habe auch nichts. Nichts, ne. Wirklich nichts. Womit ich irgendwie schneller in die Zone gelangt hätte. What the fuck? Mein Internet, Digga. Grüße gehen auf jeden Fall raus. An die Telekom. Da ist das heftige Internet mal wieder am Start. Schaut es euch einfach an. Gefühlt laufe ich auch die ganze Zeit auf derselben Stelle, Digga. Was ist los? Was ist bitte los? Ich komme nicht voran. Nice, Digga. What the fuck? Schaut es euch einfach an. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Wenn ich das im Endfeld hab, ne? Ich. Habt ihr es wieder gesehen? Rest in peace an mein Aim. Alter, was ein Leleck, Digga. Da hat Emmy wieder hier ein bisschen Schild abgezogen. Scheiße, Digga. So, jetzt muss ich erstmal hier Medkit geben. Weil mit 74 HP kann man wohl schlecht in den Fight reingehen. Müssen wieder in die Zone laufen, Digga. Das ist ja mal gar nicht witzig. Keine Materialien. Wenn es wirklich jetzt zu einem Heavy Fight kommt, keine Materialien. Kein gar nichts, Digga. Wir konnten den Typen ja auch eben nicht mehr looten, weil der da in der Zone verreckt ist. Wir haben ihn zwar gekillt, aber.
Oh, die Paletten gibt's auch nicht mehr. Nee. Ach, du heilige Emma, Digga. Es ist ja. Ist schon scheiße. Wir sind schon mal gut Zone. Aber wir brauchen jetzt auch ein bisschen High Ground hier. Und ein bisschen mehr Holz. Weil sonst werde ich auf jeden Fall hier noch irgendwie verrecken, weil ich keine Materialien mehr habe. So, jetzt aber erstmal hochbauen hier. Oh! Ja. Was soll man dazu sagen, ne? What the fuck, Digga? Er stand einfach rum. Ripper an seine Existenz, Digga. Digga, wie soll ich hier hochkommen? Sag doch, Leute, Endfight wird heftig. Perfekt, Digga. Zwei Schildtränke noch. Hätte er nur eine, ich hätte komplett abgekotzt. Schöner Raketenwerfer, Digga. Danke dafür. So. Wer jetzt eine da oben nämlich hingeht. Hätte der Dude nämlich High Ground as fuck. Vier Leute leben noch. Digga, was mache ich für eine Scheiße? Unnötig knapp hier. Ich bin nicht in der Zone. Ja, moin, Digga. Ah, vielleicht können wir noch einen abgreifen. Der irgendwie. Ach, die Bäume sind auch scheiße, Digga. Das ist. Ah, die Bäume sind schon mächtig. Ja, ich. Ich will wieder nach da oben.
RIP, Digga, ich hab. Hab fast gar keine Materials. Drei Leute noch. Oh, einer kommt da hinten noch. Ja, der ist weg. Zwei Leute noch. Wo ist der Dude? RIP an ihn, Digga. Wurde vom Sturm erfasst, Digga.